Okay, so. So, Leute, willkommen zurück. Wir sind hier im Olympiastadion Berlin, Hertha BSC Berlin gegen RB Salzburg. Und ja, mal sehen, wie wir uns hier in der Euroleague schlagen werden. Und ja, wir spielen wieder gegen einen RB-Verein, diesmal Red Bull und nicht Rasenballsport. Okay, ist eigentlich beides das gleiche, aber das Prinzip. Es geht ums Prinzip. Ja, RB Salzburg und Athletic Bilbao, die zwei Favoriten in dieser Gruppe. Berlin ja eher so ein Außenseiter in der Gruppe. Also zwar schon einige Erfolge, aber ne, Außenseiter. Spieler im Fokus, Patrick Gamezocker, der wieder auf dem Feld ist. Tim Hausstein ist ja für 3 Monate verletzt. Dafür spielt aber wieder Jannis Hajnik, da er jetzt fit ist und spielen kann. So. Jannis Hajnik, der ist fit und hoffentlich auch hat er Lust auf Fußball. Wäre schön. Hinteregger. Ja, und gegen RB Salzburg zu spielen, das ist was ganz anderes. Berisha. Oh, Soriano. Und das ist schon schwer. So, Max Andrews. Ja, Decoy. Decoy läuft da. Decoy läuft da durch. Decoy läuft hier durch. Ja, Berisha, der holt sich da den Ball. Ich glaube, Berisha ist von Fürth jetzt zu Salzburg gewechselt. Ich glaube, das ist der Fürth-Berisha. Ah. Es gibt jetzt einen Freistoß hier für Berlin. Und Niklas Blake wieder im Tor. So, DJ Deadman. Das Spiel gegen RB, also RB Leipzig, ging ja schon gut für uns aus. Sind wieder Erster. Nur wir müssen dann halt irgendwann mal einen kleinen Abstand schaffen. Vielleicht mit einem Sieg über Gladbach. Und Legia führt gegen, also Warschau führt gegen Lokomotiv Moskau. So, Tariolisch, Tariol. Oh. Mist. Schöne Chance. Ulmer. Hinteregger. Und ja, der Trainer hat natürlich auch für die Winterpause wieder eine Liste von Spielern auf der, die er sich holen will. Unter anderem steht da auch Keita von RB Salzburg. Deswegen werde ich mal auf ihn ganz besonders achten, was er denn heute so zeigen wird. Und warum er denn überhaupt auf der Liste des Trainers steht. Tariolisch. Gamezocker und Jannis Hajnik. Oh, Jannis Hajnik, der macht das schlau, aber er verliert den Ball an Keita. So, Soriano. Oh, Leitgeb. Berisha. Berisha! Ah, führt Neuzugang und eine große Gefahr, aber Mark Goldman, der macht es hier sehr schlau. Leitgeb, Keita, Soriano, jetzt wieder auf Keita und jetzt soll wieder Berisha den Ball bekommen. Ja, und Benteke macht hier das Tor für Liverpool und Berisha haut den Ball selbst ins Aus. Max Andrews. Ja, und DJ Lehmann. Jetzt über Jannis Hajnik. Gamezocker und Tariolisch. Er jetzt hier auf Decoy, aber nein. Ulmer haut ihn ins Aus. So, Tariolisch. Ah, Jambo.
Berisha. Keita. Keita. Schwegler. Jambo. Und weiter Ball auf Berisha. Sehr gefährlich. Ja, der Pum. Der trickst hier ein bisschen. Verliert dann den Ball an Berisha. Soriano. Jonas Hector. Aber nein, Sponjo. Janis Heinek. Der kämpft sich da durch. Läuft jetzt hier mit seinem Sprint und der wird erstmal richtig weggesenzt. Das gibt zu Recht einen Elfmeter. Janis Heinek wird da erstmal getötet. Zeigen wir es hier nochmal. Versucht er hier die Schussantäuschung und dann wird er hier richtig umgesetzt. Zum Glück ist er nicht verletzt. Ja, Janis Heinek. Und der Captain soll schießen. Patrick Gamezocker. Er schießt. Eiskalt. Und das 1:0. Das 1:0 für Hertha BSC Berlin. Und das ist schon verdient, das Tor. Natürlich, RB Salzburg spielt disziplinarisch. Mit viel Disziplin so. Aber Berlin ist immer einen Schritt voraus. Zwar gehen die Bälle jedes Mal bei RB Salzburg auf Berisha, aber Berisha ist jetzt auch nicht so immer eine Person, worauf man sich verlassen kann. Auch schon nicht bei Greuther Fürth. Walke. Ja, der Pum. Berisha schon wieder. Also Berisha holt zwar sich die Bälle, aber er macht sie halt nicht rein. Das ist halt das Problem. Das ist halt das Problem. Soriano. Leitgeb. Ja, und jetzt... Oh nein, hat sich jemand verletzt. Da hat sich jemand verletzt. Jonas Hector. Ja, leck Bito am Arsch. Janis Heinek. Ja, Janis Heinek läuft jetzt hier durch. Und schießt einfach mal drauf, aber Walke hat ihn. Ja, Decoy. Decoy. Das war nicht so toll. Ja, Jonas Hector, der spielt trotzdem noch weiter, trotz der Verletzung. Also der versucht es wenigstens. Der will hier seine Mannschaft nicht hängen lassen. Niklas Blake hält ihn perfekt. Und es steht 1:0 zur Halbzeit. 1:0 durch dieses Foul-Elfmeter. So, Schalke führt 2:0, Gladbach 1:0. So kann es weitergehen. Ja, und hoffe ich einfach mal, dass die Verletzung von Jonas Hector besser wird. Also deswegen lasse ich ihn erstmal drauf. Jabo. Natürlich kann sich das verschlechtern, aber... Man weiß ja nicht. Es ist FIFA. Ja, DJ Deadman. Max Andrews. Dann sollte er Ball nicht hin. Berisha. Ja. Ulmer. Ja, und der Ball ging es aus. Der Ball geht ins Aus. So, Mark Goldman. Ja, Max Andrews, Patrick Gamezocker. Versucht es. Versucht es aus dieser Position. Und Jonas Hector weiterhin mit dieser Verletzung. Also, dass der noch weitermachen will, das ist schon eine Art Wunder. Und dass er auch noch weitermachen kann. Janis Hanek.
Ja. Zariolisch. Und Berisha. Ah, Berisha. Boah, und da haut hier Jonas Hector ihn von den Beinen. Das gibt die gelbe Karte und es wäre jetzt besser, wenn ich ihn mal runternehmen würde. Ich hab nur Mittelstädt. Ah ne, warte. So. Okay. Spielt jetzt einer von denen halt defensiv. Ja, scheiße, jetzt bekomme ich auch die gelbe Karte. Das wollte ich nicht einmal. Ja, nein. Niklas Blake. Ah, Jannis Hanek verliert wieder den Ball. Und Villarreal hier mit dem Ausgleich. Schwegler. Leitgeb. Ja, Julian Brandt jetzt. Julian Brandt. Ist jetzt hier wieder auf dem Feld. Oh! Wird hier umgehauen, aber es war nix. Und DJ Deadman! Oh, Walke! Wie kann der denn jedes Mal den Ball so halten? So, komm. Jannis Hanek. Ach, Mist. Gibt hier den Einwurf für RB Salzburg. Schwegler. Leitgeb. Ulmer. Berisha. Ja, Berisha. Und dabei geht es aus. Wenn ja, Niklas Blake weiterhin ohne Gegentor international. Ja, DJ Deadman. Und da kommt er nicht hinterher. Ja, nächstes Spiel von uns ist dann gegen Wolfsburg in der Volksbank Arena. Ja, Jannis Hanek, ach. Da versucht es alleine und schafft es nicht, Mann. Sponjo. Leitgeb. Ulmer. Schwegler. Ulmer. Ja, DJ Deadman. Und jetzt vielleicht Tottenham mit dem 4:0 und Jannis Hanek. Ja, Patrick Gamesager macht das Tor. Ich habe noch niemals bei dem Abpraller geschossen, aber okay. Ich habe nichts gedrückt, aber okay. Prallt einfach so ab. Wäre auch viel zu schnell gewesen. Ach Mann, ich wollte mit Jannis Hanek den Treffer machen, aber. 2-0, Passer Game, Zocker Doppelpack, okay. Kann man mitleben. Geht hier auch größtenteils nur ums Ergebnis. So, Julian Brandt. Passt auf, Patrick Gamezocker. Oh, Mann!
kann der denn so verhauen? Ja, Bo. Und Lokomotiv Moskau macht jetzt erst den Ausgleich. Lazaro. Boah, Soriano. Und hey, zu Hause haben wir noch kein Gegentor kassiert. Gegen RB nicht, also gegen beide RB-Vereine nicht und gegen Dortmund nicht. Gegen Bremen nicht. Deswegen, also zu Hause läuft's gut. Zwar schwer. Schwer irgendwie nach vorne zu kommen, schwer an den Ball zu kommen, aber das Ergebnis letztendlich stimmt. Während wir auswärts leichter an den Ball kommen, stimmt nicht immer das Ergebnis. Auch wenn nur Dortmund als schlechtes Beispiel da genannt werden kann. Und Julian Brandt macht es. Er macht sein erstes Tor hier für Berlin. Sehr, sehr schön. Julian Brandt mit dem Abpraller. 3:0. Sehr, sehr schön. So. Nachspielzeit vorbei. Berlin gewinnt. Alles erreicht, was wichtig ist.